In diesem Video geht es um eine experimentelle Untersuchung der Bewegungsgleichungen, die wir bei dem Federpendel erarbeitet haben. Zur Wiederholung, ein Federpendel sah so aus. Eine an einer Feder schwingende Masse, die an einem festen Punkt befestigt ist. Nach unseren theoretischen Überlegungen gelten bei der Schwingung eines Federpendels folgende Gleichungen. Und zwar einmal S von T ist die Amplitude mal Sinus Omega mal T. Für die Geschwindigkeit V von T ist Omega mal die Amplitude mal Cosinus von Omega mal T. Und für die Beschleunigung A von T ist Minus Omega Quadrat mal die Amplitude mal Sinus Omega mal T. Dabei ist Omega die Kreisfrequenz einer Schwingung. Und diese ist nichts anderes als die Winkelgeschwindigkeit der zugehörigen Kreisbewegung. Nochmal zur Wiederholung, wir haben eine Schwingung als eine Projektion einer Kreisbewegung in einer Ebene. Für das Omega haben wir folgende Beziehung erarbeitet. Omega ist die Wurzel aus d durch m. Und d ist dabei die Federkonstante der Feder und m die schwingende Masse. Wir können auch folgende Beziehung berechnen. Das ist diese Formel kommt eigentlich aus dem Bereich der Kreisbewegung. Die Winkelgeschwindigkeit ist 2 Pi mal f, wobei f die Frequenz ist. Und wenn wir jetzt die Frequenz mit 1 durch t, wobei t die Periodendauer ist, ist die Winkelgeschwindigkeit natürlich auch 2 Pi durch groß t. Als erstes wollen wir die Formel für die Winkelgeschwindigkeit berechnen, beziehungsweise für die Kreisfrequenz. Und bei einer Schwingung ist es natürlich deutlich einfacher, die Schwingungsdauer groß T als Omega zu messen. Es gilt aber, Omega ist gleich 2 Pi durch T. Und wenn wir diese Formel nach groß T umformen, erhalten wir groß T ist 2 Pi mal 1 durch Omega. Also ist es für uns deutlich einfacher, einfach nur diese äquivalente Formel zu untersuchen. Und diese lautet dann groß T ist gleich 2 Pi und 1 durch Omega ist der Kehrwert von diesem Ausdruck hier, also die Wurzel aus m durch d. Unser Experiment musste dann folgend aussehen. Gemessen wird die Zeit für 10 volle Schwingungen für verschiedene Konstellationen von d und m. Weshalb wir jetzt 10 volle Schwingungen uns anschauen. Je mehr volle Schwingungen wir betrachten, desto kleiner ist der Einfluss unserer Reaktionszeit bei der Messung. Also eigentlich wäre es noch besser, noch mehr Schwingungen zu nehmen, also 20, 30, vielleicht sogar 100. Aber 10 sollten hier ausreichen. Und nochmal zurück zu dem Grund. Also wir stellen uns vor, dass wir eine Reaktionszeit haben von vielleicht 1/10 Sekunde oder 2/10 Sekunde. Dann können wir mit einer Stoppuhr die Zeiten nicht ganz genau messen. Wenn wir jetzt nur eine Schwingung, also rauf, runter und wieder drauf messen. Je mehr Schwingungen wir aber betrachten, desto kleiner ist der Einfluss von dieser Reaktionszeit. Also eine Schwingung wird dann vielleicht eine halbe Sekunde dauern, dann wäre eine Abweichung von unserer Reaktionszeit natürlich sehr groß. Wenn diese 10 Schwingungen dann aber die 10 oder 20 Sekunden dauern, dann spielt unsere Reaktionszeit dabei keine so große Rolle. Zuvor müssen wir aber die entsprechenden Federkonstanten bestimmen. Das ist aber auch kein Hexenwerk. Die Federkonstante ist einfach die Kraft der Feder geteilt durch die Ausdehnung der Feder, Delta L, also den Längenunterschied. Wir machen eine kleine Skizze dazu. So, das wäre jetzt eine Feder, die entspannt ist, also diese hat jetzt eine normale Federlänge, nennen wir diese normale Federlänge L1.
Und wenn wir an der Feder ziehen, dehnt sich natürlich diese aus. Und wenn wir schlau sind, ziehen wir dann mit Hilfe eines Newtonmeters, sodass wir auch direkt die Kraft messen können, mit der wir jetzt an der Feder ziehen. Dann haben wir eine einwirkende Kraft und dieser führt natürlich zu einer neuen Federlänge. Diese Federlänge können wir L2 nennen. Und dann können wir die Ausdehnung berechnen. Die Ausdehnung ist natürlich die neue Länge minus die alte Länge, also Delta L ist L2 minus L1. Und jetzt zeichne ich noch die Strecken dazu. L1 wäre die Länge der entspannten Feder und L2 ist dann L1 plus der Längenunterschied bzw. Die Ausdehnung von da nach da. Um die Formel entsprechend zu untersuchen, müssen wir unsere Daten vernünftig notieren. Und für die Messung eignet sich meiner Meinung nach folgende Tabelle. Wir können ja dann verschiedene Konstellationen untersuchen. In der Schule haben wir drei verschiedene Federn, also drei Federsorten mit unterschiedlichen Federkonstanten. Und für jede Feder könnten wir dann drei verschiedene Massen untersuchen, sodass wir jetzt auf 9 Messungen kommen können. In die dritte Zeile können wir dann unsere gemessenen Messzeiten ausrechnen und die vierte Zeile ist sozusagen die Kontrollzeile, in die wir einfach 10 mal 2 Pi mal die Wurzel aus m durch d berechnen. Das wäre sozusagen dieser theoretische Wert für 10 Schwingungen. Also 2 Pi mal Wurzel m durch d, da sitzt jetzt hier unsere Schwingungsdauer, mal 10, weil wir uns ja 10 Schwingungen angucken. Okay, das ist die erste Feder, die ich befestigt habe. Die Stifte sind jeweils 10 cm auseinander und der obere Stift ist so platziert, dass da mit dieser Windung hier übereinstimmt. Und jetzt werde ich mit Hilfe von dem Newtonmeter an der Feder so ziehen, dass sie sich um 10 cm ausdehnt, sodass ich ja mit der gleichen Windung dann die untere Spitze erreiche. Und dann messen wir die Kraft. Also ungefähr da haben wir die Sache jetzt erreicht. So. So, und messen jetzt über den Kopf eine Kraft von etwa 0,3 Newton. Hier nochmal das gleiche Prozedere, nur mit der Feder Nummer 2. Für eine Ausdehnung von 10 cm wird eine Kraft von 2 Newton benötigt. Jetzt kommen wir zu der dritten und letzten Feder. Für eine Ausdehnung von 10 cm wird eine Kraft von etwa 1 Newton benötigt.
Die Bewegungsgleichungen S von t, V von t und A von t werden mit Hilfe von Videoanalyse und der Daten von Beschleunigungssensoren untersucht. Für die Videoanalyse verwende ich die Software VideoPhysics. Diese App kostet, glaube ich, um die 5 Euro. Das gibt es für iPhone und iPad. Das soll an dieser Stelle aber auch keine Empfehlung für den Kauf sein. Also ich als Physiklehrer bin mit dieser App ziemlich zufrieden. Ob als Schüler oder Schülerin man das Geld dafür investieren soll, ich glaube eher nicht. So oft wird die jetzt auch nicht verwendet. So, ich starte mal hier die App. Das Schöne hier, man kann direkt in dieser App auch Videos aufnehmen oder Videos, die man schon aufgenommen hat, verwenden. Ich habe schon ein Video geladen. Wir gehen einfach hier rein. Also an sich haben wir das schon gesehen. Und zwar wollen wir die Position von dieser Masse hier verfolgen. Und das Schöne an dieser App ist, man kann das hier automatisieren. Ich muss einfach nur diesen Bereich hier verschieben zu einem Objekt, der sich jetzt bewegen wird. Und jetzt wird die Software automatisch die Bilder aus dem Video vergleichen und versuchen, dieses Objekt zu verfolgen. Und wenn der Kontrast stark genug ist, klappt das auch ganz gut. So, ich muss einfach hier in der rechten unteren Ecke draufklicken, wofür diese Buchstaben hier stehen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wahrscheinlich etwas Neues, aber wofür dieses EN noch stehen soll, da bin ich überfragt. Aber ich klicke einmal drauf und wir sehen, unser Objekt wird automatisch verfolgt. So, damit sind wir im Prinzip fertig. Jetzt muss ich noch hier auf die auf den Graphen klicken und dann können wir uns unsere Daten in grafischer Form anschauen. Der erste Graph, hier haben wir die x-Koordinate und die y-Koordinate von dem verfolgten Punkt gegeneinander aufgetragen. Für uns an dieser Stelle macht es wenig Sinn, sich das anzuschauen. Dort wird die Bewegung in x-Richtung analysiert. Auch das interessiert uns relativ wenig. Was uns aber interessiert, ist die Schwingung in y-Richtung. Und das ist sie. Hier in den oberen Graphen haben wir auf der x-Achse die Zeit in Sekunden, auf der y-Achse die Koordinaten in Pixel. Und wenn man sich diesen Verlauf anschaut, sieht das wunderbar sinusförmig aus. Und in dem unteren Graphen sehen wir die Geschwindigkeit in die y-Richtung und auch diese sieht sehr sinusförmig aus. Um auf die Beschleunigungssensoren zuzugreifen, verwende ich die App Fifox. Dort hat man die Möglichkeiten, die eingebauten Sensoren in einem Tablet oder einem Handy zu verwenden. Uns interessiert an dieser Stelle ein Experiment namens Beschleunigung ohne G. Wenn ich jetzt hier drauf klicke und auf Start drücke, werden die Beschleunigungssensoren ausgelesen. Momentan liegt mein Tablet flach auf dem Tisch. Wenn ich es aber anfange zu bewegen, sehen wir, dass die Kurven ziemlich ausschlagen. Wenn ich es wieder hinlege, stellen wir keine Beschleunigung mehr fest. An sich ist es nichts Besonderes. Es gibt ja ganz viele Apps, die sowas tun können. Das Besondere an Fifox ist aber, dass man hier den sogenannten Fernzugriff aktivieren kann. Und dann kann ich zum Beispiel mit einem Computer die Daten direkt in einem Internetbrowser abrufen. Also das wird gleich ganz praktisch sein, denn ich habe jetzt mein Handy als ein Massestück an eine Feder aufgehangen und dann können wir uns Beschleunigung angucken, die das Handy gleich erfahren wird.
Also die App ist auf dem Handy und das Handy landet jetzt in der Klarsichtfolie. So, und jetzt können wir es schwingen lassen und dann gucken wir uns die Daten auf dem Computer an. Okay, jetzt können wir über den Browser auf das Handy zugreifen. Ich klicke jetzt einfach hier auf Play. Und jetzt sehen wir die Daten, die das Handy schickt. Und hier wunderbar die lineare Beschleunigung in die X-Richtung, beziehungsweise die lineare Beschleunigung in die Y-Richtung haben einen sehr schönen sinusförmigen Verlauf, weshalb sich jetzt diese Beschleunigung auf die beiden Komponenten aufgeteilt hat. Der Grund ist, dass das Handy jetzt ziemlich schief in der Klarsichthülle da liegt und es gibt jetzt keinen passenden Koordinatensystem zu der Bewegung, die das Handy gerade macht. Für uns ist es aber wichtig, dass diese Bewegung sinusförmig verläuft. Die Graphen sehen also so aus. Wir haben jetzt hier einmal in Schwarz den Graphen von S, in Blau den Graphen von V und in Rot den Graphen von A, also von der Beschleunigung. Und ziemlich interessant ist es, oder auch ziemlich wichtig ist es, die charakteristischen Punkte von diesen Graphen sich anzuschauen und zu sehen, zu welchen Zeitpunkten bezüglich Groß T wir entsprechende charakteristische Punkte finden. Das wird uns helfen, wenn wir uns auch andere harmonische Schwingungen anschauen werden. Also zu t gleich 0 haben wir also in dieser Situation eine Geschwindigkeit von 0, eine Auslenkung von 0 und da auch eine maximale Geschwindigkeit. Das wäre dann Omega mal a. Wie kommt man dazu? Der Cosinus von 0 ist 1 und so kommen wir zu dieser maximalen Geschwindigkeit Omega mal a. Die Beschleunigung an dieser Stelle beträgt aber 0. Wir werden jetzt hier in diesem Punkt 0 Auslenkung, 0 Beschleunigung, maximale Geschwindigkeit. So, dann haben wir einen Zeitpunkt nach ein Viertel groß T haben wir die maximale Auslenkung und die können wir auch hier ablesen. Das ist natürlich die Amplitude. So, was tut sich mit der Geschwindigkeit? Die Geschwindigkeit beträgt 0 und wir haben die minimale Beschleunigung minus Omega Quadrat mal a. Auch diese können wir hier mit Hilfe dieser Formel ausrechnen. So, der nächste charakteristische Punkt oder Zeitpunkt mit vielen charakteristischen Punkten ist 1/2 mal groß T. Dort haben wir wieder eine Auslenkung von 0. Diesmal die minimale Geschwindigkeit minus Omega mal die Amplitude. Und die Beschleunigung beträgt an dieser Stelle wieder 0. Der nächste charakteristische Zeitpunkt 3/4 mal groß T. So, dort haben wir die minimale Auslenkung von minus a, also von minus Amplitude. So, die Geschwindigkeit ist 0 und die Beschleunigung erreicht ihren maximalen Wert Omega Quadrat mal die Amplitude. So, nun kommen wir zu dem Groß T und da wiederholt sich eigentlich das Bild von Zeitpunkt 0. Das ist jetzt eine periodische Bewegung, also ab hier können wir eigentlich hier das Stück kopieren und wieder dran kleben und so könnten wir das Muster unendlich fortsetzen, sodass wir für den Zeitpunkt Groß T die Einträge einfach übernehmen können.